Und die setzen wir dann ein. Dann können wir die Tür öffnen. Jetzt muss ich den Kern extrahieren. Okay. Tun wir das. Also extrahieren wir ihn. Das heißt, wir müssen jetzt wieder mit der Schnur daran. Warte mal. Oder muss ich das von hier aus machen? Warte mal, ich muss das von hier aus machen, genau. Jetzt fehlen nur noch zwei. Sehr schön. Okay, zwei Stück fehlen noch. Finde weitere Kerne. Okay, wo müssen wir denn dann hin? Hat sich dann vielleicht da hinten, oder? Wir müssen hier wieder raus, oder was? Ja, okay. Die kaputte Tür da hinten ist jetzt nicht irgendwie auf einmal ganz oder so, ne? Ne, da hinten ist alles zu. Okay. Dann geht's weiter. In den nächsten Raum. Wow. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Max, hast du sehr gut gemacht. Was mir auch aufgefallen ist, dass das Spiel hat ja auch gar nicht so viel Gigabyte, ne? Das hat, glaube ich, nur 7 Gigabyte. Ist das natürlich dann auch... Daran merkt man auch, dass das halt ein bisschen sparsamer ist. So, wir können jetzt hier... Also jetzt keine große... Puh, Mist, ich wollte ihn eigentlich noch extrahieren. Diese epische Musik, wenn die Türen aufgehen. Sehr gut. Oh, sehr gut, eine Kiste. Also man muss hier schon ein bisschen rumgucken. X16 Wandler. 11 rote Fu... Ach so, X16E Wandler. Ich bin ja auch blöd. Also 16E Wandler, 11 rote Fu... Ja, ihr dürft jetzt lachen. Abgenutztes K9-Pad, Ventile, Verkabelung und Stabilisatoren. Sehr schön. X6. sieht ja interessant aus hier, ne? Die Kerne. Also diese Diamantensplitter. Wow, die kommen ja hier hoch. Sind die denn bekloppt? Und kriege ich ihn? Ja, alles klar. Ach, kein Problem. Komm, wir stürzen uns ins Vergnügen. Puh, Glück auf. Mist, den wollte ich doch noch extrahieren. Mann, ich bin einfach viel zu gut. Wir machen die einfach zu schnell platt. Also einmal hier hoch. Ja, warte, warte, Mac. Wir gehen hier nochmal die Kisten holen. Aha, guck mal hier. Was haben wir denn damit bewirkt? Mit diesem Schalter? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich das nicht. Kann man hier sonst noch irgendwo hingehen? Sollen wir erstmal hier unten gucken? Komm, wir gucken noch mal kurz. Ob wir hier unten irgendwas übersehen haben.
Da ist zum Beispiel noch eine Kiste. Können wir noch die Sachen einsammeln? Ich glaube, das war es hier unten, ne? Ja, okay. Hörst du das auch? Da muss noch einer dieser Kerne in der Nähe sein. Ja, ich schätze auch. Aber wir sind hier fleißig am Sammeln. Ah, guck mal, siehst du? Immer. Auf mit dir. Auf mit dir. Auf und davon. Ein Bauplan. Weiße Beißerhund K9 Verstärkung. Ah, schön. Also unser Mech wird immer besser ausgerüstet werden. Er freut sich auch schon richtig darauf, dass wir wieder zur Werkbank zurückkommen. Der Kern muss hier irgendwo sein. Naja, Mac, wir... Kannst du ihn finden? Warte, wir machen erstmal die Kiste auf, dann lassen wir gleich mal Mac suchen. Hoffentlich was Gutes. Also, Bauplan. Weiße Wildfang, Vorderbeine, Wildfang, Hundverstärkung, Hinterbeine und Kopf. Oh, sehr schön. Also einmal das komplette Set für unseren Mac. Das ist doch schon mal gut. Okay, gut. So, erstmal alles hier platt machen. So, dann such mal hier. Gut, braver Junge. Sehr schön, fein gemacht. Ein prismatischer Kern. Hier ist zum Beispiel, hier sieht man auch, habt das gesehen, jetzt vielleicht der Kern, wenn man jetzt genau hinguckt, der hat die Textur von dem jetzt, gerade auch wenn der so groß rangezoomt wird, ist leider nicht so toll. Aber wie gesagt, ich finde immer, das hat auch ja nichts unbedingt mit der Qualität, mit der Spielqualität von einem Spiel zu tun. Ob das jetzt wirklich die allerneueste Bombengrafik hat. Das sieht man ja auch an Nintendo-Spielen. Zelda und so weiter. Das sind ja alles auch super Spiele und sind schon lange nicht mehr auf der Höhe der Zeit, was jetzt grafisch, also die Grafik angeht, und sind trotzdem mit einer der besten Spiele. Habe ich sie beide erwischt? Ja. Diese blöden Käfer hier. Ups. Scheint eine Plage zu sein, ne? Okay, weiter. Ich glaube, alleine würde ich mich hier total verlaufen. Okay, wir müssen da hinten hin. Was haben wir den Käfern getan? Warum greifen die uns da nicht? Ist halt Ungeziefer, ne? Ungeziefer muss halt angreifen, glaube ich. Dafür sind die einfach gemacht. Ach so, stimmt. Jetzt, deswegen kam mir das so bekannt vor. Wir laufen ja wieder zurück, logisch. Nur toll, schon kaputt. Wo müssen wir eigentlich hin? Okay, da lang. Oh, warte mal. Ein Audiolog. Als das Mandat Neu-Eden entdeckte, nannten sie es eine neue Chance für die Menschheit. Alles, was ich wusste, war, dass mir dieser Ort meine Tochter wegnehmen würde. Versteh mich nicht falsch, Jewel. Ich war sehr stolz, mit anzusehen, wie du dafür gekämpft hast, Teil des Neu-Eden-Teams zu werden. Und ich wusste, dass du gehst, war auch meine Schuld.
Seit du klein warst, haben wir immer vom All gesprochen. Wie unglaublich es wäre, andere Welten zu erkunden. Und du kommst ganz nach deiner Mutter. Tapfer, gütig, etwas waghalsig. Die Erde war zu klein für sie. Und ich schätze, für dich wohl auch. Es macht mich glücklich, dass wir trotz der großen Entfernung zusammenarbeiten können, um meine Erfindung zu testen. Die Kern-KI. Wenn wir Erfolg haben, bekommt die Menschheit nicht nur eine neue Heimat, wir revolutionieren das Verhältnis zwischen Menschen und künstlichem Leben. Oh oh. Nein, das stimmt natürlich. So schlecht sieht das Spiel auch nicht aus. Das meinte ich auch nicht so damit, aber man merkt natürlich, dass es jetzt nicht das Maximum der Zeit ist. Von der Grafik her, das meinte ich jetzt einfach nur. Aber es ist auch... Okay, krass. Ein Ziegenbock oder was ist das? Oh, 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 oh. Oh, ah. Wow. Immer noch zu stark. Mist. Oh oh, ich muss hier ein bisschen mal weg hier. Oh, 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 oh. Es wird, glaube ich, hier ganz schön kritisch. Huh, okay. Unser erster Tod. Die Zeit nutze ich mal, um mal was zu trinken. Interessant, okay. Also, doch nicht so leicht. Wie es mir bisher vorkam. Bisher waren die Gegner ja alle sehr simpel. Aber der hier hat jetzt auch schon einiges mehr drauf gehabt. Okay. Gucken wir, ob das beim zweiten Anlauf besser klappt. Bin gespannt. Pylon 512. Der Pylon, nicht Pylon. So, probieren wir es nochmal. Seid ihr bereit? Ja, alles klar. Dann einmal kurz tief durchatmen und los geht's. Ja. So sieht man sich wieder, mein Freund. Der Schädelbrecher. Hätte ich vorher mal lesen sollen, wie er heißt. Voll angreifen, Mac. Genau, voll angreifen, Mac. Boah. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausnehmen. Boah. Jetzt. Oh mein Gott. Boah. Habt ihr das gesehen? Die elektrische Spannung. Und das ist der letzte Kern. Zurück zum Kontrollraum, Kumpel. Puh. Was? Wir haben keine krasse Belohnung gekriegt für unsere Heldentat. Guck
gucken. Vielleicht finden wir ja hier noch was, aber... Ist hier vielleicht irgendwo eine Kiste, die ich hier übersehen habe? Können wir hier hoch? Nee, ne? Ah, guck mal, hier braucht man einen anderen Roboter für. Um hier hochzukommen. Das hat man doch schon in den Trailern damals gesehen. Dann einfach mal schnell zurück. Da oben war ich noch nicht drin. Ha. Sehr schön. Wieder was entdeckt. So, dann mal schnell den Kern einsetzen. Achso, Quatsch. Wir müssen ja da hinten hin. Hier. Oh. Okay, scheint ja zu funktionieren. Alle Systeme laufen. Der Pylon funktioniert wieder. Sehen wir uns das von draußen an. Yeah, gucken wir uns das Schauspiel mal von draußen an. Also irgendwo müssen wir raus. Da, hier lang. So, wir haben Pylon 512 mit Energie versorgt. Sehr schön. Mal gucken, was das bringt. Ach so. Sind wir hier richtig? Ja, ne? Wow! Puh. Klarer Himmel heißt jetzt die Mission. Das heißt wahrscheinlich, dass dieser Pylon angefangen hat mit dem Terraforming und die Umwelt hier zu verändern. Wir sind gespannt. Hä? Okay, das hier ist anscheinend noch ein Fehler. Ah, das ist ein Bug. Denke ich mal. Das hier ist ja noch eine alte Mission gewesen. Hier haben wir ja den Stein, den ersten Kern rausgeholt. Okay, gut, dann müssen wir wohl zu der Mission da. Warte mal, sieht man das auch an der Karte? Ziel. Ziel und hier ist der Ausgang. Ich denke mal, dass wir hier hin müssen. Okay. Schade. Wo ist denn dann das dritte Ziel? Okay. Gut, dann gucken wir mal, wo der Ausgang ist. Müsste ja dann hier lang sein. Und dann hier wieder raus, oder? Achso, nee, hier, Quatsch. Hier ist die Kiste. Hier waren wir ja schon. Also müssen wir hier hoch. So, also wo ist dann jetzt der Ausgang? Da, geradeaus müssen wir. Da müssen wir raus. Ja, stimmt. Hier sind wir reingekommen. Ich erinnere mich. Kasala mit den Spinnen. Ah ja, da ist er ja.
Nee. Okay. Wie funktionieren diese Transferplatten nochmal? Okay. Eine Transferplatte auf der Karte wählen und zu ihr reisen. Mehr Platten für mehr Reiseziele finden. Kapiert. Ein lustiges Kerlchen. Okay. Verlasse das Steuerzentrum und kehre zur Oberfläche zurück. Ja, tun wir das. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt da draußen aussehen wird. Also, es macht auf jeden Fall Spaß. Bisher. Ich glaube, was auch viel dazu beiträgt, ist, dass die Steuerung und das Jump'n'Run gut funktioniert. Also, da kommt keine Frust auf. Das läuft sehr geschmeidig, also da, wo man hinspringen will und so, wie man sich das denkt, wenn man jetzt springt, so funktioniert das auch. Man kennt das ja aus Spielen, wo das, wenn die Steuerung schlecht ist, dann verzweifelt man relativ schnell, weil man dann jedes Mal denkt, warum klappt das denn nicht? Aber hier ist das echt gut gemacht. Hier findet man sich sehr schnell zurecht, finde ich zumindest. Und es ist leicht beherrschbar und macht trotzdem Spaß. Einsames Becken. Okay, die Gesundheitsanzeige von Gegnern ist in Ebenen unterteilt. Durchbrichst du diese Ebenen, um die Kombo-Anzahl zu erhöhen. Aha, okay.